Und schon wieder zurück bei Blackguards und ich habe zwischenzeitlich mal ein paar Punkte ausgegeben. Ich war auch im Gasthaus, damit wir wieder komplett ausgeruht sind und ja, wo habe ich Punkte ausgegeben? Nämlich folgendes, mir ist aufgefallen, es gab eine Sache, die habe ich immer komplett vernachlässigt und die habe ich jetzt mal nachgeholt. Denn unsere Körperkraft, unsere kämpferischen Charaktere hatten ja normalerweise immer eine hohe Körperkraft. 18 ist da eigentlich das Mindestmaß. Das war bei unseren Helden auf 15, teilweise auf 14. Das habe ich jetzt mal geändert. Unsere kämpferischen Helden haben jetzt alle eine Körperkraft von 18. Das erhöht halt auch nochmal den Schaden von ihnen. Das bedeutet, wir könnten jetzt auch mit den Waffen, die wir haben, mehr Schaden ausrichten. 7 bis 12 plus Körperkraftzuschlag. Ne, kennen wir ja von der Nordland-Trilogie noch. Das kennen wir auch noch von Drakensang. Die Körperkraft macht schon einiges aus, was das betrifft. Insofern habe ich große Hoffnung, dass unsere Kämpfer jetzt noch mehr austeilen als vorher schon. Und die Punkte haben es hergegeben. Also ist es jetzt keiner, der drunter leidet, dass da keine Punkte mehr sind. Wir haben immer noch genug Punkte für die eventuellen Sonderfertigkeiten. Ja, den Klingensturm, den Todesstoß, das sind im Zweifel 1200 Punkte. Hier hat sie ja schon alles. Und dann wüsste ich schon gar nicht mehr, wo ich hin sollte mit ihren Punkten. Kampfreflexe wäre eventuell noch eine Möglichkeit. Ausweichen bei ihr ja eher nicht so. Beidhändiger Kampf auch nicht so. Meisterschütze ist bei ihr irrelevant. Klingentänzer, ja. Kampfgespür, Aufmerksamkeit, Kampfgespür. Ja, wäre. Gegner erleiden einen Manus. Manus auf Passierschläge. Leichter ausweichen. Mit einem Bonus auf seine Initiative und die durch misslungene Spezialattacken entstehenden Mali auf Paraden und Ausweichen. Oh, das ist ja, kann man auch. Also, es sind genug Punkte übrig. Ich habe mit Teresa auch noch ein bisschen was anderes im Sinn, was ich gerne lernen würde, aber da muss ich erstmal den Lehrer finden. Das ist die andere Frage. Den werde ich aber bei Zeiten auch finden irgendwo. Na gut, jetzt aber erstmal bringen wir das Bildnis zurück. Wieder hier. Dein Vetter lebt nicht mehr, aber hier ist euer Bild. Jetzt lasst uns vorbei. Geht mit den Göttern. Dankeschön. Katakomben, Eingang. Habe ich genug Munition dabei? ich habe noch 29 Pfeile und 6 Feuerpfeile. Das ist wahrlich eigentlich nicht genug. Ich muss mal gerade irgendwo Munition kaufen. Ja, sonst sehe ich nämlich schwarz. Dann sehe ich schwarz. Eine Klinge. Du Munition? Der müsste Munition haben, ja, er müsste. Hier, guck da. Jagdpfeile nehme ich mal. Komm, ich nehme die 50, nehme die 54 mit. 55. 2 Dukaten dafür ausgeben, das ist okay. Brandpfeile nehme ich auch mal die 30 mit. 9 Dukaten dafür ausgeben, ist auch okay. Haben sich aber als sehr nützlich erwiesen, gerade wenn wir keine. Bis dann. Na, ihr wisst, spitze Waffen. Also, Spitzer Schaden. Na, ihr wisst, was ich meine. Jagdpfeile, zack, machen wir das mal so, jawohl. Dann nimmst du wieder dein normales Waffenset. Ach, guck mal, wir haben noch 8 übrig. Und Brandpfeile packen wir hier hin, 36. Und zur Not haben wir auch noch ein paar sehnenschneidende Pfeile. Und stumpfe Pfeile haben wir auch noch zum Niederwerfen. Sollten wir irgendwann mal jemanden niederwerfen müssen. So, dann bin ich zufrieden. Und jetzt... Einen Moment. Autsch. Das ist ja immer was ins Auge bekommt und dann tut das Auge weh. So, jetzt können wir in die Katakomben. Aua. Welcher Wahnsinn bringt Lysander dazu, sich ausgerechnet an diesem Ort zu verstecken? Vielleicht sucht er etwas. Seht euch die Wände an. Das müssen altexische Glyphen sein. Der Drache. Euer Freund forscht nach dem goldenen Drachen. Der goldene Drache, na toll. Den kennen wir noch von Dämonikon. Oder? Höhle. Immerhin. Ich denke, das werden ein paar Kämpfe werden, die wir hier... Oh ja. Und es sind Untote. Jahu. Die Untoten, die so viel Schaden austeilen, wenn sie denn mal treffen. Ich meine, sie treffen nicht gut, aber... Was ich übrigens sehr schick finde, das muss ich mal erwähnen. Guck mal hier die Untoten. Guck dir mal die Bilder von denen an. Die haben alle verschiedene Bilder. Jedes andere Spiel hätte einfach immer das gleiche Bild für Untote genommen, weil ist ja ein Bild vorhanden. Das finde ich sehr schick.
Da habe ich natürlich das Waffenset wieder gewechselt auf normale Pfeile. Bringt natürlich überhaupt nichts. Aber das Gute ist, wenn das so ein Dungeon ist, ne? Also so ein Dungeon, durch den wir in verschiedene Räume durch können, dann heißt das, wir können zwischenzeitlich auch rausgehen und uns heilen. Das ist eine gute Sache. Dass ich könnte eigentlich auch mit Zaubern um mich schmeißen, wie nur was. Ohne Probleme zu bekommen oder mir Sorgen darum machen zu müssen, dass ich irgendwann... ja, ich könnte, wenn ich denn könnte. So viel dazu. Guck mal, der hier wäre gleich tot. Die haben auch nur 14 Lebenspunkte. Insofern... ja, komm, wir machen das. Wir schmeißen mit Zaubern um uns. Ein Zweier müsste eigentlich völlig genügen. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oh. Nee, sag mir nicht, dass das schon wieder so ein Kampf ist von wegen töte so und so viele. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Habe ich da gerade gelesen? Zombie misslingt Probe auf Selbstbeherrschung. Alles klar. Hat er zwei Wunden abbekommen, der Zombie. Na gut. Es kommen anscheinend doch immer mehr, aber die Frage ist, wie viele? Vielleicht kriegen wir ja gleich wieder eine Anzeige. Auch wenn ich diese besiege so und so viele Zombie... Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Oh, hier habe ich die beiden. Hier hätte ich die... Na, die stehen natürlich genauso. Einer weniger. Guck mal, der hat nur noch einen Lebenspunkt. So. So macht man das. Er ist dran. Er macht jetzt immer 13 Schaden. Das ist ein bisschen doof. Also er macht immer Maximalschaden, aber das ist immer genau ein Schaden zu wenig, um einen Zombie sofort zu killen. Ist ein bisschen ärgerlich. Oh, Passierschlag. Ich mag den Passierschlag. Ich weiß nicht warum. Gerade bei ihm ist das ganz toll, weil er halt zwei Felder um sich herum den Passierschlag auch noch zum Tragen bringt. 28! So, kommt noch jemand? Nee, es kommt niemand mehr. Na gut. Das war die erste Höhle. Wir müssen erstmal wissen, was hier unten ist. Ne? Wir gehen schrittweise voran. Ich glaube, das hier ist die letzte Höhle. Gehen schrittweise voran. Die, die, die und die. Dass wir alles mitnehmen, was hier in diesem Gemäuer auf uns wartet. Was ist das denn? Ghule! Ghule! Boah, okay. Ist eine neue Herausforderung. Habe ich noch nicht gegen gekämpft. Weiß ich nicht, wie ich die einschätzen soll. 25 Lebenspunkte haben sie. So, der Zwerg. 98%, 75% mit dem. Ach komm, wir nehmen den Wuchtschlag. Vier Schadenspunkte haben gefehlt. Schade, schade. Und hier werden wir jetzt mal richtig reinzaubern. Hätte auch mehr sein können. Na gut, man kann nicht alles haben. So, der erste ist weg. Der zweite, naja, das wären dann die beiden hier unten, die so gleich folgen müssten. Adios, amigo. Ja, das scheint doch sehr effektiv zu sein, was wir hier machen. Poms, tot. Der Zwerg muss jetzt natürlich rennen, weil er da unten noch nicht hingekommen ist. So, der Magier bleibt hinten stehen. Teresa kann angreifen. Hm, was? Okay, alles klar. Ich verstehe. Warte mal, die beiden werden mit dem fertig hier. Das heißt, muss ich hier oben helfen, dass die Spinne nicht unseren Magier angreift. Wie viele Lebenspunkte? 18. Ich kann sie gar nicht erreichen. Okay, aber von hier oben müsste ich sie erreichen können. Hallo? Na? Brandpfeil ins Gesicht. Oh. Oh. Es ist super effektiv.
Wie, der ist nicht tot? Och, bitte. Nein, was ist denn hier los? Ich meine, es ist nicht dramatisch, ja, aber... Wir sind aber auch gut im Ausweichen in letzter Zeit. Muss man auch mal dazu sagen. So, jetzt aber. Jetzt aber. Gib wieder schöne Abenteuerpunkte. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. So. Ich denke, wir können noch eine Höhle machen. Dann würde ich mich nochmal kurz zurückziehen zum Heilen. Also zum Astralpunkt regenerieren. Ich vermute mal. Ja, ja. Skelette. Ja, 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 ja. Okay. Skelette. Da müssen wir jetzt, glaube ich, dann vielleicht doch auf den Rondra-Kamm wechseln, weil... Aua. Ne, das sind auch noch so fern... Oh. Hallo. Weil bei Skeletten könnte es trotzdem sein, dass der... Dass das Ding hier, dass diese... Trotz der magischen Attacke... Oh doch. Ich muss gar nicht wechseln. Warum habe ich Zweihänder gelernt, wenn ich dann kurz danach die magische Waffe finde? Ja, na gut. Ich reg mich nicht mehr auf. Ich reg mich nicht mehr auf. Wir haben getan, was wir tun mussten. Was wir für richtig gehalten haben. Hier hinten kann ich niemanden erreichen, ne? Hier kann ich nur mit 55% Chance, ja klar. Ja, hier 90% Chance, das ist schon besser. Mal gucken, Brandpfeile. Boah. Ja, ich beschwere mich nicht. Die Brandpfeile scheinen sehr effektiv zu sein bei untoten Gegnern. Das ist mir eine große Freude. 85%. 15 Lebenspunkte haben die nur. Adios. Unser Magier könnte jetzt mal ganz dreist... Ja, das trifft aber nur den einen. Das ist doof. Das ist doof. Aber wenn wir einen Feuerball schmeißen, müssten wir eigentlich beide treffen können. Jawohl. Nein! Der Kristall, verdammt, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Der Kristall wird sie immer wieder alle zum Leben erwecken. Verdammt mich. Das wäre auch viel zu leicht gewesen, sagen wir doch mal ehrlich. Das wäre viel zu leicht gewesen. Kann sie den Kristall erreichen? Wahrscheinlich eher nicht so. Aber sie bewegt sich mal hier raus. Hier können die Nahkämpfer mit fertig werden. Huch, da hat ein Bogenschütze zum Nahkampf gewechselt. Auch nicht schlecht. Guck mal, du bist gerade wieder auferstanden. Das bedeutet, du kannst dich gegen nichts wehren. Überhaupt nichts. So viel dazu. Unser Magier geht auch mal mit nach da hinten. Die sollen sich ruhig hier mit den beiden beschäftigen. Das ist vollkommen okay. Ja, und steht wieder auf. Hallo. Okay, das ist eine interessante taktische Variante. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber jetzt ist unser Bagate bei dem Kristall. Und kann er gleich hier nächste Runde, kann der Kristall angreifen. So. Zum Glück sind die Skelette auch jetzt nicht wirklich... Oh, ja, das ist unangenehm. Ich sollte nichts mehr sagen. Ich sollte nichts mehr sagen. Bringt eigentlich überhaupt nichts, weil... Außer, dass mir Astralenergie flöten geht. So. Ja, ja, geh ruhig zu Takate. Nein! Ich sagte, geh zu Takate. Geh nicht da oben hin. Diese Knochen müssten dermaßen zerschmettert sein, dass da eigentlich nichts mehr stehen kann. Oh. So, jetzt sind wir aber beim... Die Frage ist, wie viel hält der Kristall aus? Das ist die andere Frage. Ist immun gegen magischen Schaden? Also, bitte was? Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das missfällt mir doch sehr. Wen schicken wir denn da jetzt hin, Teresa? Wir könnten unseren Zwerg eigentlich dahin schicken, ne? Der Zwerg macht richtig ordentlich nicht magischen Schaden, aber der ist halt langsam. Das heißt, der muss jetzt da erstmal hinlatschen. Habe ich nicht mit gerechnet. Na gut. Alles klar. Das bringt auch gerade überhaupt nichts, gegen die zu kämpfen, weil die kommen ja eh immer wieder. Das heißt, das ist eigentlich nur verschwendete Liebesmüh. Ich meine, wir können natürlich auf sie einschlagen. Wir müssen jetzt hier vielleicht mal ein bisschen Platz machen für den Zwerg, dass der hier durchkommt. Kann ich mit der Karte nämlich wieder hier hinten helfen.
Okay, alles klar. Au. Au. Renn, kleiner Zwerg, renn, Aurim! Ja, er kann es schaffen, er kann es schaffen. Da oben regenerieren wir Astralpunkte. Und nächste Runde müsste dann eigentlich... Ja, das Ding heilt halt auch die anderen, ne? Das ist das Problem. Nächste Runde, hier blocke ich jetzt mal, damit er nicht hier hinterherlaufen kann. So. Ja, da oben könnte er ruhig angreifen. Siehst du, jetzt geht er nämlich zur Takate. Hinterhältig. So, und sie kann mal eben einen Balsam Salabundo auf sich selbst. Nur zur Sicherheit. Was natürlich schief geht, was ganz klar ist. Sie hat noch keine Wunden davon getragen. Wieso geht's denn schief? Verstehe ich nicht. Räumels. So, jetzt aber. Komm. Na also. Na also. Da alle drei treffen hier von uns. Leider. Das ist nicht gut. Vielleicht mit einem Feuerball, den wir hier hinsetzen. Der ist schon besser platziert. Und jetzt können wir richtig reinhauen. Jetzt kann euch nichts mehr helfen. Au. Jetzt kann euch nichts mehr helfen. Jetzt kann ich auch hier eigentlich mal meine Zauber auspacken, ne? Das war's mit den beiden. Da unten steht noch einer und da oben noch einer. Um den hier wird sich jetzt unser Naurem kümmern. Und hier unten den. Da werden wir vielleicht noch die Gelegenheit haben, mit der Lisa mal draufzuschlagen. Ich glaube aber, dass... Wir machen direkt einen Buchschlag. So, ich glaube aber, dass das Takate mit dem fertig wird. Das sollte für ihn jetzt kein großes Problem sein. Oder auch nicht. Dann eben so. War jetzt die Rache. So, haben wir das auch hinter uns gebracht. Ja, war jetzt doch ein bisschen... Oh, guck mal, wir haben sogar Geld bekommen. Turmschild. Und Kriegspfeile. 34 Kriegspfeile. Moment mal. Moment mal. Kriegspfeile sollten einen Schaden mehr machen als... Ja, Fernkampfschaden plus 1. Hey, juche. Besser als Jagdpfeile. Okay, alles klar. Ich gehe nochmal ganz kurz zum Ausgang. Wir gehen nochmal ganz kurz regenerieren. Damit wir dann auch, ja, wobei wir müssen wahrscheinlich auch vor dem letzten Kampf nochmal regenerieren. Ich würde übrigens Gassenbissen gerne noch lernen. Das würde ich mit Telisa lernen. Willkommen. Wie? Ja. Erstens werden dann die Übernachtungen hier günstiger. Haben wir jetzt schon gemerkt. Wir haben Gassenbissen 1 mit Aurelia. Mit ihr würde ich aber ungern die Punkte da reinstecken, weil Telisa hat deutlich mehr Punkte übrig für allerlei Nebentalente. Das haben wir ja auch bei Drakensang so gemacht. Die Zauberer und die, naja, die Teilzauberer, die haben keine, nicht viele Sonderfertigkeiten oder andere Fertigkeiten außer ihrer Zauber. Die Krieger hingegen, die ohnehin irgendwann relativ zügig ausgeskillt sind, die haben ganz viel Platz und ganz viel Kapazitäten für so Sachen wie Gassenwissen und was auch immer. Deswegen würde ich es gerne da machen. Ich habe nur keinen Lehrer gefunden für Gassenwissen bisher. Du musst alle Helden mit allen Helden das andere Ende der Karte erreichen. Hey, hier sind Schatztruhen. Die muss ich aufmachen. Ja. Schatztruhen öffnen. Da hat mich auch Zora wieder darauf hingewiesen, dass ich das vielleicht mal hätte machen sollen in den letzten Karten. Habe ich nicht gemacht. Ich möchte jetzt Schatztruhen öffnen. Die sind aber, glaube ich, alle gefaltet, oder? Oder nee, die sind einfach nur rot markiert, weil man da was machen kann. Wir öffnen jetzt alle Schatztruhen. Alter, was? Was? Ich kann sie nicht mal angreifen. Ich kann sie nicht mal angreifen. Ja, mit ihr kann ich sie angreifen. Ja, das ist schön. Tentakel haben alle 14 Lebensenergie. Das bringt ja überhaupt nichts. Das ist ja... Wow. Steh auf, Magier. Und weg sind die Tentakel. Okay. Hey. Und da sind sie wieder. Die Frage ist, sind das immer... Hallo. Hallo. Könnt ihr mal aufhören damit? Das werden... Nee, das sind immer... Das sind immer gleich viele.
Kling, 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 kling. Mag die, ja, das sind immer gleich viele, tatsächlich. Kling, 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 kling. Es bringt also nichts, auf die einzuschlagen irgendwie, weil die kommen eh immer wieder. Insofern holen wir uns die Schatztruhen und gucken, dass wir so schnell wie möglich ans andere Ende der Karte kommen. Das alles andere wäre ja absurd. Nee. Au. Die dürfen halt nicht niedergeschlagen werden. Das wäre schlecht, weil dann werden sie halt umzingelt von diesen Dingern und wir kommen nie vom Fleck. Das wäre ein Problem. So, Teresa holt sich die Schatztruhe. Ich möchte alle Schätze mitnehmen. Ja, ich bin ein bisschen schatzgeil, muss ich so sagen. Ist einfach so jetzt gerade. Man weiß ja nicht, was drin ist. Es ist vielleicht nur Gold, aber vielleicht... Oh Gott. Vielleicht ist es ja auch was... Au, das war's mit Zoberan. Vielleicht ist es ja... Au, da ist sie umgeworfen. Genau das sollte nicht passieren. Da ist sie auch umge... Jetzt ist alles... Jetzt ist das Chaos ausgebrochen. Na, herrlich. Ich kann sie nicht mal angreifen. Ich kann ja nichts machen. Ich kann nur vorbeilaufen. Da ist noch eine Truhe. Das ist so fies, dass ich nicht mal was dagegen tun kann. Und es kommen einfach immer mehr. Also sie kommen immer wieder in gleicher Anzahl zurück. Da. Tonnenweise. Ja, toll. Ich hasse Monster, gegen die ich nichts tun kann. Ich komme hier nicht mal vorbei. Weil, ja, und er ist aufgestanden. So. Teresa kann jetzt abhauen. Hat sie die Truhe geöffnet? Ja, sie hat die Truhe geöffnet. Ich habe gerade nochmal Panik bekommen. So, hier, wir hauen schon mal hier in diese Richtung ab. Dann haben wir zumindest schon mal zwei Helden in der Ecke hier. Takate. Zoberan muss jetzt halt erstmal da liegen bleiben. Es hilft jetzt nichts. Die kommen ja sogar da unten hin. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich bin... Ruhe auf. Jawohl. Sehr schön. Und jetzt Teresa auch ins sichere Gebiet. Im sicheren Gebiet. Im sicheren Gebiet. Im sicheren Gebiet. Nur noch Naurim müssten wir eigentlich jetzt da unten hinbringen. Zoberan hat sich gerade von der Gruppe verabschiedet. Manno! Okay, gleich wird Naurim wieder angegriffen und fällt wieder um. Und steht wieder auf. So, die einzige Chance oder die einzige Hoffnung, die ich gerade habe, ist, dass er entweder ausweicht oder wir diese Tentakel ausschalten. Sehr gut, dankeschön. Hoffentlich kommt jetzt nicht direkt eine neue Tentakel und macht ihn dann direkt fertig. Nee, doch, jetzt kommt einer, aber... Bitte, warum bin ich nicht zuerst dran? Ich bin überhaupt nicht sauer. Nein, bin ich nicht. Jetzt kommt der Tentakel hoch, wirft ihn um und will bleiben schon wieder an Ort und Stelle stehen. Ich raste aus! Es hat auch keinen Sinn, auf die Tentakel zu schießen. Wir können nur hoffen, dass er einmal einem Angriff ausweicht. Aber das tut er ja nicht! Es bringt nichts zu kämpfen, es bringt nichts rauszugehen mit den anderen Ka- Oh Gott sei Dank, ja! Oh. Meine Güte! Meine 56 Dukaten! Oh, gute Heiltränke 2, guter Zaubertrank. Das hat sich mal gelohnt. Gut, dass wir die Kisten aufgemacht haben. Boah. Boah, der Kampf hat mich gerade aufgeregt. Der hat mich gerade aufgeregt. Also boah. Na gut, es ist nur noch eine Höhle übrig. Und wir gehen nochmal ganz kurz ins Gasthaus. Denn das haben wir uns jetzt mehr als verdient. Willkommen. Wie? Übernachten. Die Pflanzen werden euch lieben. Das habe ich mir gedacht. Und jetzt sind wir mit voller Energie und voller Astralenergie zurück in die Höhle. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal
Bis gleich. Tschüss.